Herzlich willkommen zurück zu Skysaga Alpha 6 mit Alresu. Ich bin Alresu und werde heute mal endlich wieder Leute besuchen. Weil ich keine Lust auf der Abenteuer habe gerade. So, ich habe keine Ahnung, wo ich hingehe. Ich kann einfach mal die Community-Dinger hier durchgehen. Okay, gehen wir zuerst zu das Buh, den kenne ich. Wie gehe ich denn da jetzt hin? More information. Gut. Der orange Knopf ist der Visit-Knopf. Muss ich mir merken. Also, das scheint ein Rennen zu sein. Das heißt, ich werde wahrscheinlich gleich wieder eine ganze Menge rumfailen. Aber ist mir egal. So. Das sind beide schöne Fotos, aber ich mach mal lieber, dass das im Abenteuer geschossen wurde. Ich glaube zumindest, das war im Abenteuer. So. Wir starten in einer Hütte. Moment, ich mach mal kurz alles aus der Hand raus. Klappt so nicht. Wie ging das doch gleich? So. Okay. Schauen wir uns mal um. Das ist keine Hütte. Ich sehe es gerade auf der Karte. Uppala. Was ist denn mit meinen FPS los? So. Das hier ist ein Schiff. War ich hier schon mal? Kommt mir bekannt vor. Okay, das Boost Marketplace. Hoppala. So kann ich doch kein Rennen machen. Moment. Okay, scheint sich wieder beruhigt zu haben. Dann schauen wir mal. Okay, das Rennen hier ist nicht wirklich ein Rennen. Das ist einfach bloß irgendwo aufgestellt worden. Voilà. Das war offenbar hier. Da muss ich mich auch nicht wirklich beteiligen. Da gucke ich mich einfach so auf dem Marktplatz um. Okay, Abbruch. So, und schon geht's weiter. Ich habe das Spiel mal neu gestartet. Ich hoffe, jetzt läuft's. Aber trotzdem ist es hier etwas... Na... niedrig. Keine Ahnung, was los ist. So. Was haben wir denn hier? Wir haben sehr viele Auslagen. Spinnweben hängen rum. Zäh, nicht sauber gemacht. Das sollte man natürlich machen. Wenn man eine öffentliche Insel hat. Nicht überall die Spinnweben hängen lassen. Das hier sieht nicht wirklich fertig aus. Oh, rote Kisten. Cool. Gibt es denn rotes Holz? Hier hängen auch überall Spinnweben rum. Vielleicht liegt es auch an den ganz, ganz vielen Objekten hier, dass die FPS so niedrig sind, aber eigentlich sollte das nicht so schlimm sein. Gut, also, alles durchaus schön gearbeitet. Okay, da ist eine Sprungfalle, die man statt der Leiter benutzen kann. Da war es das Bu wohl etwas zu langweilig, immer hochzulaufen. Ui, cool, ein Wappen. Also, wir sehen hier wirklich eine ganze Menge Zeug, das man machen kann. Ist das der Keystone-Ofen? Ja, tatsächlich. Allerdings jetzt nicht so extrem Besonderes. Schön ist es trotzdem. Gut, dann gehen wir direkt zur nächsten Insel. Ich will mich diesmal gar nicht so sehr mit den Einzelnen aufhalten, wenn nicht was wirklich Besonderes da ist. Gehen wir zu Chasm. Oder Charzen. War da ein R drin? Ich habe das bei der Auflösung jetzt gerade nicht so gut gesehen. Gut, die Auflösung ist jetzt nicht so das Problem, aber ich erkenne den Font nicht so gut. Chasm, okay. Ist doch Chasm, kein Charzen. So, oh. Wow. Wow. Das ist... Bin ich hier in einem Kompass? Oh Gott. Auf jeden Fall bin ich tot. Gut, gucken wir uns mal auf der Karte an, wie das hier aussieht. Hier haben wir auf jeden Fall einen Pfeil. Nee, es ist kein Kompass. Ich habe kurz gedacht, dass das hier vielleicht...
eine entsprechende Nadel wäre, aber das sieht aus wie aus einem Science-Fiction-Film. Also sehr billiges Material wurde genommen, aber der Aufwand ist trotzdem extrem für sowas. Und das Ergebnis, die Kugel dort möchte ich auf jeden Fall sehen, die sieht ziemlich cool aus. Sowas in der Art hatte ich ja mal geplant, allerdings habe ich es aufgegeben, weil es mir einfach zu anstrengend war. Also ich habe es aufgegeben, bevor ich es überhaupt angefangen habe. Ach, das da hinten ist auch gar kein Pfeil, das ist eine Pyramide offenbar. Moment kurz, ich mach mal kurz die Quest aus dem Bild. So. Achso, Chasm ist gar nicht die, der Name des Spielers, sondern Aura Boreal. Entschuldigung. Aura Boreal ist. So. Oder Aura Borealis. Da hinten ist die Stadt des ersten Lichts, aber irgendwie ist die gar nicht so beeindruckend, wenn man das hier hat. Was ist denn da hinten? Also ich gehe jetzt erst einmal... wie gehe ich denn lang? Ich gehe erstmal zur Brücke in der Mitte. Und gucke mir... Aua. Die Kugel und die Pyramide an. Ey, das hier ist auch klasse. Also hier wurde wirklich eine wunderschöne Szenerie... obwohl wunderschön würde ich nicht sagen, nur wirklich sehr beeindruckende, faszinierende Szenerie erschaffen. Großes Lob an Aura Borealis. Ja. Ich habe heute ein bisschen Probleme mit dem Lesen, keine Ahnung warum. Upa. La. Wirklich cool gemacht. Ah, hier kann man sogar wieder hoch, wenn man runtergefallen ist. Sehr schön. Hoppala. Wie kommt man auf sowas? Also, dass man sich sagt, okay, ich will was Besonderes bauen. Das wird wahrscheinlich jeder Baumeister mal gehabt haben. Aber dann sowas hier dabei umzusetzen. Schon ziemlich cool. Und das ist ja nicht nur die Oberfläche hier, sondern auch, wenn man mal auf den Boden guckt hier, dann solche, upala, solche Strukturen, die dann noch mit reingebaut wurden. Ich gehe jetzt mal so weit und nenne es Kunst. Gut, die Stelle hier ist jetzt nicht so beeindruckend, eine schöne Aussichtsplattform, aber nicht so schön wie die Kugel. Und hopp. Oh Gott, oh Gott. Ich hab's etwas falsch eingeschätzt. Das sah so nah dran aus, weil es so groß ist. Okay, kein Problem. Ich kann ja auch hochlaufen. Moment. So, was sind denn das für schimmernde Dinger, die er da eingebaut hat? Das sind... Ach, Schnee! Beleuchtete... Hier kann man rein... Cool. Das ist auch noch ein Gebäude? Okay. Das ist... Das ist klasse. Jeder Kiste, jede Kiste hat ihren eigenen Raum. Das ist wirklich toll. Tut mir leid, wenn ich mich jetzt die ganze Zeit hier wiederhole, aber es ist nun mal so. Und hier haben wir tatsächlich auch noch mehrere Stockwerke. Ich glaube, ich werde hier nie wieder rausfinden. Ah, Moment, da hinten habe ich was schimmern sehen. Das heißt, da geht es bestimmt lang. Oder das war ein Grafikfehler. Tja, dann war es wohl ein Grafikfehler. Jetzt muss ich überall gucken, ob hier Leitern sind. Verdammt. Ich bin gefangen.
Ne, ich muss im Prinzip ja auch nur die Leiter nach unten wiederfinden, dann komme ich ja auch zu einem Ausgang, nehme ich an. Oder vielleicht muss ich nicht mal das. Ich versuche mal der Karte zu folgen und dort ist ja irgendwo der Ausgang. Moment, hier in der Nähe. Sehr gut. Mit Hilfe der Karte kommt man relativ schnell wieder raus. Man muss sich nur daran orientieren, wo hier die Grenze ist. Auf der Minimap stören jetzt die ganzen Kisten ein bisschen, aber. Ah. Ich nehme an, hier. Ach so, nee, hier ist eine Aussichtsplattform, okay. Was haben wir hier? Noch eine kleine Höhle mit drin. Eigentlich wollte ich ganz viele Leute zeigen, allerdings. Also ganz viel, so um die 4-5 Leute. Aber ich weiß nicht, ob ich das noch schaffe jetzt. Obwohl doch, die sind gar nicht so lange hier. Es kommt einem nur so lange vor. Gut, ich möchte jetzt sofort dann auch noch gucken, ob Chasm, Entschuldigung, ob Aura Borealis. Hoppala. Was so? Oh, ich bin am höchsten Punkt und das sieht auch wieder ziemlich cool aus. Also hier kann man nicht mehr bauen. Hier sind die Blöcke deswegen auch schon abgeschnitten und das sieht dann so aus. Auch klasse. Hoppala, man kann in die Blöcke reinglitschen. Oh, und dort habe ich noch ein Haus übrig, zu dem ich schnell gehen kann. Und etwas anderes, wenn dort bei den Schneeblöcken Eingänge sind, dann sind sie da wahrscheinlich auch. Das heißt, ich gehe da auch mal schnell hin gleich. Oh, das ist wie ein kleiner Aussichtstempel. Auch schön. So, jetzt gehen wir da noch schnell reingucken und dann geht's weiter. Wie sieht's denn hier drin aus? Hier haben wir eine Treppe nach unten. Okay. Die Frage ist, wo kommen wir da raus? Okay, das ist wie eine kleine Kellerarena. Und es geht noch weiter. Jetzt hätte ich gerne etwas, um es runterzuwerfen. Wie tief geht's hier runter? Oh, okay, wir finden es raus. Oh, nein. Ah, okay, gut. Danke. Danke. Sehr anständig, Aura Borealis. Ich kann mir den Namen nicht merken. Ich muss nur mal wieder ablesen. Wow. Und hier sehen wir auch tatsächlich. Achso, nee, doch nicht. Ich dachte, das wäre jetzt ein anderes Material, aber es ist bloß durch den Schein. Wie groß ist diese Insel? Meine ist nicht so groß. Achso, gekaufte. Ja, klar, Entschuldigung, aber trotzdem, wie kann man so viel da rausholen? Also, wirklich toll gearbeitet. Vielleicht habe ich ja was übersehen. Also, ich empfehle, die Insel am besten selbst zu besuchen und sich nochmal auf eigene Faust umzugucken. Nur für den Fall, dass ich was übersehe. Vor allen Dingen sind es ja auch wirklich viele verschiedene. Und Sprung! Ha! Geschafft! Sind es wirklich viele verschiedene Stile, die hier mit reingebracht werden. Draußen dieses künstlerische, dann das minenhafte und hier jetzt das verlieshafte. Oh, läuft man hier im Kreis? Moment kurz. Achso, nee, das ist hier nochmal Symmetrie eingebaut worden. Hat er zwei solche
Ich bin verwirrt. Hoppala, ich mach mal die Fackeln weg, die stören nur bei solchen Gängen. So, und wir sind wieder draußen. Ja, dort hinten ist der andere Eingang, durch den bin ich reingekommen, soweit ich mich erinnere, oder? Ich gehe nur sicherheitshalber nochmal kurz nachgucken. Hier müsste jetzt so die Treppe nach unten sein und hier ist keine Treppe nach unten. Dann schnell durch und nachgucken, ob es noch was gibt, was ich übersehen habe. Okay. Hier gibt es offenbar nichts. Gut, dann möchte ich jetzt nachgucken. Aurora Borealis. Insel. Und hat er noch welche? Ja, hat er. Eine Halle. Sehr gut. Dann gehen wir da direkt mal hin. Okay, hier ist es ein bisschen farbenfroher schon mal direkt. Das hier ist offenbar seine Heimatinsel, die er verziert hat. Oder ihre. Entschuldigung, ich sage immer so, das war jetzt das zweite Mal, dass das Video unterbrochen wird. Das wird wieder spaßig zu schneiden. ja, Entschuldigung, ich wurde gerade über Skype angerufen. Das reißt einen etwas brutal aus dem Spiel raus. So, was machen wir gerade eigentlich? Ach ja, wir sind in Aurora Borealis Halle. Die Kisten sind alle schön farblich aufeinander abgestimmt, bis auf die beiden. Obwohl, das wird auch beabsichtigt. Oh, das ist auch nett. Ja, okay, ist definitiv beabsichtigt. Also, der Gang hier zwischen, damit es nicht so offen ist, ist auch schön. So, hier ist auch ein Keystone Oven. Das wundert mich jetzt ein bisschen. Ich dachte eigentlich, ein Keystone Oven ist nur an einer, also dass man wirklich nur ein Keystone Oven hat. Gut. Also hier gibt es nicht ganz so viel zu sehen, ist aber auch auf jeden Fall sehr schön gearbeitet. Hoppala. Hier gehen wir noch hoch. Gucken uns das mal an. Hoppala. Oh, Schneehasen. Tja. Da hat Aurora Borealis eure Heimat zerstört. Tja, aber ist schön geworden. gut, wir sind gerade bei Aurora Borealis. Wir gehen weiter durch die Inseln. Zitadelle, da. Ah, okay, das ist eine Arena. Dann gucken wir uns mal an, was Aurora Borealis so unter einer Arena versteht. Nach dem, was man eben auf dem Bild gesehen hat, große, große Säulen. Ich bin gespannt und jetzt bin ich nicht mehr gespannt, jetzt gucke ich es mir an. Wie zum Teufel soll man hier kämpfen? Und wo hat er das zweite Luftschiff her? Okay, ich nehme an, man kommt wirklich immer nur weiter runter, oder? Moment, ah, hier sind kleine. Ganz ehrlich, ich will hier nicht kämpfen. Ich bin ja generell nicht der PvP-Spieler. Wie schafft man sowas? Oh Gott, oh Gott. Ja, ich meine, es ist schon klar, wie man es schafft. Man fängt von unten an und baut einfach nach oben, aber. Wow. Das ist wirklich ziemlich gut. Ich nehme an, in den hoppala, Häusern hier wird ein Weg nach oben sein. Nee, offenbar nicht. Es geht immer tiefer, aber kein Weg nach oben. Oder ist hier unten vielleicht einer? Ein Weg nach oben? Truhen. Die Truhen bringen nichts. Werden wahrscheinlich für den Bau benötigt.
Vielleicht ist es noch gar nicht fertig. Hier an der Stelle sieht es noch nicht ganz fertig aus. Aber es ist schon öffentlich gestellt, deswegen nehme ich eigentlich doch. Also hier zu kämpfen wird die Hölle sein. Aber es ist wieder großartig gebaut. Aurora Borealis ist ab jetzt so definitiv in meiner Liste der Lieblingsbaumeister. Okay, wenn ihr euch dafür mehr interessiert, dann guckt euch am besten auch die Insel selbst an. Ich gehe einfach davon aus, dass jeder, der guckt, auch Alpha-Zugang hat. Ah, verdammt. Wenn nicht, könnt ihr das auch mal schreiben. Ich glaube, ich bekomme immer mal Keys in der E-Mail, die verbrauche ich eh nie. Dann. Ah, Moment, da ist ein Weg nach unten. Dann wird auch das der Weg nach oben sein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, ich lebe noch. Und es geht weiter nach unten. Nein, 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 nein. Okay. Man kommt nach oben wieder. Von einer bestimmten Stelle aus. Ach so, stimmt. Das ist die Stelle, wo ich vorhin auch war. Okay, gut. Da habe ich bloß die Leiter übersehen. Gut. Dann gehen wir weiter. Halle waren wir. Zitadelle sind wir. Chasm waren wir. Und die hier sind leider nicht öffentlich. Gut, aber wir haben sowieso genug für die Folge. Also, ich hoffe, es hat. Moment. Ich will trotzdem mal. Ich möchte mal gucken, wie lange man braucht, wenn man die Leiter nimmt, um wieder nach oben zu kommen. Weil theoretisch, wenn man hier kämpft tatsächlich, und ich nehme stark an, das soll man im Prinzip bei einer Arena machen, auch wenn ich das noch nie wirklich groß gesehen habe. Hoppala. Dann wird man einfach die ganze Zeit sich nach unten kämpfen. Und wenn man ganz unten ist, hat man ein Problem, weil man von oben abgeschossen werden kann. Okay, hier haben wir das. So, und wo ist die Leiter? Ach, da ist er. Gut, dann gucken wir mal auf die Uhr. Wir sind bei 21:12. Also, was das Reihenvideo angeht, dann gucken wir mal, wie lange man nach oben braucht. Ah, okay, wenn man sprintet, ist man tatsächlich auch beim Klettern schneller. Dann machen wir das mal mit. Wir sind bei 32, das heißt, wir sind jetzt schon bei 20 Sekunden. Ja, ungefähr 25 Sekunden braucht man tatsächlich, wenn man sprintend nach oben klettert. Und dabei ist vorausgesetzt, dass keiner von oben mit einem Bogen auf einen schießt. Oder mit einem Schwert nach einem schlägt, in den Zwischenstationen. Ich habe zwar am Anfang gesagt, ich will hier nicht kämpfen, aber irgendwie doch. Ich bräuchte einen Gegner dafür. Ich glaube, ich werde Dextex demnächst mal fragen, ob er mit mir auf dieser Karte kämpfen möchte. Gut, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Hier beende ich nämlich. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, hinterlasst Kommentare. Und ja, lobt Aurora Borealis. Könnt ihr im Forum machen oder hier reinkommen und den Inseln-Votes geben. Das mache ich am besten auch mal im Moment. Hier. Wo ist denn. Okay, 1, 2 und 3. Warum war das eben bei. Achso, okay. Moment, wenn es gelb ist, dann hat man schon mal. So. Jetzt. Nee. Nee, oder? Warum ist es hier gelb und hier. Okay, wenn man nochmal kurz rüber geht, dann. Was zum Teufel? Warum wechselt das von gelb nach grün? Aber das ist auch egal. Also, ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, in der ich vielleicht noch weiter erkunde. Also die Inseln anderer Leute erkunde. Das hier war wirklich toll. Jetzt habe ich auch wieder total Lust, andere Leute Inseln mir anzugucken. Gut, nochmal großes Lob. Wir sehen uns. Lebt wohl, hinterlasst Kommentare und adios.